Es gibt offensichtlich eine sehr große Nachfrage und einen sehr großen Bedarf an Erklärungen darüber, was sich derzeit in Ostdeutschland politisch und gesellschaftlich abspielt. Durch die Art und Weise, wie zum Beispiel die Treuhandgesellschaft in Ostdeutschland Privatisierung, Deindustrialisierung durchgesetzt hat, wie hier Strukturpolitik im ländlichen Raum gemacht wird oder eher nicht gemacht wird. Wie mit den Aspekten von der Migration umgegangen wird, wie vielleicht auch mit dem Erbe einer ja, ostdeutsch geprägten Frauenbewegung umgegangen wurde nach der Wiedervereinigung. Und genau diese Fragen zu untersuchen und aufzuwerfen und tatsächlich in ihrer Komplexität zu begreifen. Darum geht es uns und es geht es definitiv nicht darum, einfache Antworten auf sehr komplexe Fragen zu formulieren. Wenn man die Kartenebene zu groß wählt, ganz einfach, das ist ein geografischer Ansatz, da homogenisiert man einen Raum über sozusagen über diese Darstellungsebene. Und von außen wirkt es natürlich erstmal so, ja, die AfD bekommt da in großen Teilen Ostdeutschlands sozusagen die massive Zustimmung und das verdeckt eigentlich sozusagen die Stimmen, die zum Beispiel für andere Parteien gewonnen werden. Das verdeckt dann zum Teil auch die Widersprüche, die es gegen die Politik der AfD und die Politik anderer Parteien gibt in Ostdeutschland. Und spielt auch der AfD so ein bisschen in die Karten, weil sie sich damit zum Beispiel als die neue politische Kraft in Ostdeutschland darstellen kann, sehr erfolgreich und das natürlich auch in ihr Narrativ einbettet. Was ich mache, ist, dass ich in den Stadtteilen relativ konkret die sozialen Entwicklungen der Stadtteile befrage und untersuche, Bewohnerinnen interviewe, aber auch lokale Politikerinnen, lokale Zivilgesellschaftsvertreterinnen der Kirche über die gesellschaftlichen Entwicklungen vor Ort und was in den Stadtteilen eigentlich in den letzten Jahren und teilweise in den letzten Jahrzehnten passiert ist, um daraus Thesen zu generieren und Fragen zu generieren. Leipzig-Grünau ist eine der größten Großwohnsiedlungen oder Neubausiedlungen aus der DDR-Zeit am Stadtrand von Leipzig. Und was passiert ist, dass tatsächlich in der Nachwendezeit ein sehr großer Teil dieser Bewohnerinnen den Stadtteil verlassen hat. Nichtsdestotrotz ist ja ein sehr großer Teil der Bewohnerinnen auch in den Stadtteilen geblieben. Das ist eine sehr spezifische Milieus oft. Das sind oft vor allem eher die älteren Leute gewesen, die tatsächlich unmittelbar nach der Vereinigung quasi ins Pensions- oder Rentenalter getreten sind, quasi denn ihre Motivation, den Stadtteil zu verlassen, nicht mehr so groß war, beziehungsweise diejenigen Leute, die aus dem ersten Mal Arbeitsmarkt unmittelbar ausgeschlossen waren und die gar nicht die ökonomische Potenz hatten, quasi da wegzuziehen. Was dann nach 2013 und noch viel stärker nach 2015 passiert, ist natürlich, dass eine große Anzahl von Geflüchteten, die ja ebenso davon abhängig sind, in den ersten Jahren oder in der ersten Zeit, nachdem sie in Deutschland angekommen sind, dass der Staat ihre Mietzahlungen bezahlt, dass sie ebenso nach Grünau verdrängt wurden. Und dann setzt sehr schnell ein Mechanismus ein, wo diese Verdrängung von Geflüchteten und Migranten nach Leipzig-Grünau sehr stark kulturalisiert wird und mit kulturellen abwertenden Klischees belegt wird. Die jetzt natürlich wissenschaftlich auch interessante Problematik, aber vor allem auch politisch Brisanz in dieser Entwicklung liegt natürlich darin, dass vielleicht erstmal die Annahme ist, wenn es zu solchen problematischen sozialen und ökonomischen Entwicklungen innerhalb eines Stadtteils kommt, dass die Menschen eine andere Politik einfordern. Eine Politik von einfordern, die auf mehr Teilhabe gerichtet ist. Eine Politik einfordern, die vielleicht auch auf mehr demokratische Mitbestimmung in der Stadtteilentwicklung gerichtet ist. Leider tritt eigentlich in Grünau genau das Gegenteil ein. Die Menschen beginnen diese gesellschaftlichen Verhältnisse, die sie erstmal als ein Stück weit auch als Gewaltverhältnisse erfahren, als Zwangsverhältnisse, die von außen ihnen aufoktroyiert werden, die nicht selbst gewählt und selbstbestimmt sind, nicht sich dagegen sozusagen zu wehren und eine solidarische Perspektive zu entwickeln, sondern es ist aus meiner Sicht, tritt eher der Mechanismus ein, dass diese Verhältnisse umgeleitet werden auf die Schwächsten und Prekarisiertesten im Stadtteil. Das verhindert natürlich zugleich, dass sich im Stadtteil was ändern kann, weil es eigentlich den schlechten Zustand konserviert, weil es die Probleme nicht anspricht, sondern die Probleme verleugnet und Sündenböcke sozusagen präsentiert für die Entwicklung.